Moin Leute, ich wollte euch auch nochmal das Training der letzten zwei Wochen zeigen. Das habe ich nämlich immer brav aufgenommen, aber leider bin ich nicht dazu gekommen, das irgendwie zusammenzuschneiden und dazu was zu sagen. Es lief eigentlich soweit ganz gut, aber fangen wir erstmal mal an. So, das hier ist das, was ich mir sozusagen aufgeschrieben habe. Also erstmal wäre eigentlich wieder dran 3x8 beziehungsweise halt 2x8 und dann M-Rap mit 157,5 bei den Kniebeugen. Ihr wisst ja, ich mache immer 3x8 plus M-Rap, 3x6 plus M-Rap und dann 3x4 plus M-Rap. Und ich zeige jetzt einfach immer nur den M-Rap-Satz. Beziehungsweise, ja, so hatte ich es eigentlich gedacht. Aber wie ihr hier schon seht, habe ich mich nicht ganz an die Regeln gehalten, sondern erstmal 180 ausprobiert und 200 ausprobiert, wie das so geht. Weil ich dann doch sehr begeistert war, dass ich halt in dem Training davor die 165 Kilo für 14 Wiederholungen gebeugt habe. Und da wollte ich einfach mal ausprobieren, wie das so mit hohem Gewicht geht. Ja, hohes Gewicht ist dann immer doch noch ein bisschen was anderes, deswegen das ging nicht ganz so. Und das hat mich dann doch schon so K.O. gemacht, dass ich in dem Satz mit 157,5, der jetzt leider nicht ganz aufgenommen wurde, weil dann die Kamera aufgehört hat, da habe ich dann leider nur noch 11 Wiederholungen schafft, genau. Das heißt nur 3 mehr und nicht 5 mehr, die nötig wären, um eine 7,5 Kilo Steigerung zu erreichen. Ja. Danach Bankdrücken waren dann 117,5 Kilo. Das habe ich dann aber auch gleichzeitig mit Kniebeugen an einem Tag gemacht, ja, weil ich da halt einen Tag nicht kommen konnte und dann habe ich einfach Kniebeugen, Bankdrücken an einem Tag gemacht. Das heißt 117,5 Kilo für 11 Wiederholungen reicht aus, um die 7,5 Kilo Steigerung zu machen. Also war ganz gut. Kniebeugen 162,5 Kilo für 14 Wiederholungen. Ja, das war, ist ganz okay. Wenn man sich das genau überlegt, ist es halt ein bisschen weniger, also sind 2,5 weniger als 165, trotzdem nur 14. War ich natürlich ein klein wenig enttäuscht, hätte gedacht, könnte ich vielleicht mehr machen, aber ja, es waren halt vorher auch die 6er Sätze und nicht die 4er. Danach dann 127,5 Kilo für 9 Wiederholungen, Bankdrücken. Das, ich glaube, es wurde auch nicht ganz aufgenommen, wenn ich es richtig sehe. Das war aber auch 5 Wiederholungen mehr als gedacht, beziehungsweise 5 Wiederholungen mehr als davor, das heißt 7,5 Kilo Steigerung. Und dann habe ich noch den, genau, dann habe ich Kreuzheben gemacht. So war das, vor den Kniebeugen, weil ich habe gedacht, also Kreuzheben hatte ich jetzt eigentlich gar nicht richtig in meinen Plan integriert. Und dann habe ich einfach mal, mache ich mal wieder Kreuzheben. 220 Kilo, einfach so schön rund, 520er auf jeder Seite und dann ab geht's. 6 Wiederholungen, meine ich, habe ich gemacht und ja, danach kommt man natürlich entsprechend auch nicht mehr so wirklich Kniebeugen. Das heißt, danach habe ich dann auch nur 7 Wiederholungen mit 172,5 geschafft, was dann auch nicht die maximale Steigerung wäre, sondern nur 5 Kilo Steigerung. Trotzdem habe ich dann entschlossen, nächste Woche in eine größere Steigerung reinzugehen. So wie letzte Woche habe ich dann wieder vergessen, das Bankdrücktraining aufzunehmen. Ja, und das heißt, geht dann direkt weiter mit Kniebeugen. Und das wären dann halt in diesem Falle, weil ich halt alles gut erhöht habe, damit das super locker ist, 160 Kilo. Also es sind dann halt 160 mal 8, 170 mal 6 und 180 mal 4 gewesen. Und ja, sowohl bei den 160 Kilo, wie man sieht, als auch bei den 170 Kilo bin ich voll rausgekommen. Ja, da bin ich dann mit dem Gewicht gegen die Safety Bars gekommen. Und das hat mich dann halt rausgebracht. Weil es ist halt so, man ist halt am Ende sozusagen von seinem Satz. Und
man würde es halt, denkt halt so, ich würde noch 2-3 schaffen, aber wenn man dann gegen die Safety Bars kommt und so aus dem Gleichgewicht kommt, dann verkackt man halt schon vorher, ne? Und man versucht halt so viel wie möglich zu machen, denkt so, ich schaffe vielleicht 15 oder so und oder mehr. Und dann kommt man dagegen und schafft dann, wie viel habe ich da geschafft? Nur 13, ja. Das ist halt dann schon ziemlich traurig, da war ich relativ wütend. Aber gut, also erstmal dann nach dem 160, nachdem ich das dann abgeworfen habe, geht es dann weiter mit Kreuzheben. Habe ich einfach ein paar Singles mit 160 Kilo gemacht, ohne Gürtel, einfach so ein bisschen wegen Technik und so weiter. Dann halt noch Bankdrücken, ja, mit, eigentlich sollten es 125 sein, es sollten halt wirklich nur 125 sein. Und ich habe halt voll verkackt, weil ich geistig nicht ganz auf der Höhe war, habe ich dann noch eine 1,25er mehr raufgetan und 127,5 raufgemacht, komplett ohne Absicht. Das habe ich dann erst nach dem Satz gemerkt, so, dass das eigentlich mehr war. Aber ist okay, habe halt 9 Wiederholungen gemacht damit und ja, bin eigentlich ganz zufrieden damit gewesen dann. Dann, ja, nach dem Bankdrücken habe ich gedacht, probierst du einfach mal schwere Klimmzüge, also dann mit Zusatzgewicht. Und die Klimmzüge, die ich finde, sich am besten dafür eignen, mit Zusatzgewicht trainiert zu werden, sind die Klimmzüge im Untergriff. Weil alles andere, da ist halt der oberste Part so richtig schwierig. Und wenn man dann halt, ja, da kommt man halt nicht mehr hoch. Den untersten Part schafft man noch, und dann den obersten Zentimeter halt nie, wenn man halt so breit greift oder so. Aber im Untergriff kommt man schön bis nach ganz oben, auch mit schwerem Gewicht. Deswegen ist das, finde ich, ja, die beste Klimmzugart, um sie halt schwer zu trainieren. Ja, das nur mal so. Habe ich dann auch nochmal aufgenommen, aber um zu gucken, was da so geht. Danach halt geht es weiter, 170 Kilo Bankdrücken, Kniebeugen meine ich. Dasselbe Spiel wieder. Irgendwo, wie viel habe ich da? Ja, bei der 11. Rep, da hat mich das dann richtig, richtig abgefuckt, dass ich kaputt gegangen bin. Nee, also, dass ich dann gefailt habe. Man sieht ja auch noch, wie ich da versucht habe, dann nochmal hochzugehen, weil ich wusste, da wären noch irgendwie 3 Wiederholungen oder so drin gewesen, normalerweise. Aber dadurch, dass ich halt dann so aus dem Gleichgewicht gekommen bin und dann halt unten in dieser Position erstmal verharren musste und mich wieder stabilisieren musste, habe ich es dann nicht mehr gekriegt. Und das hat mich halt, ja, richtig hart aufgeregt. Also da bin ich ja wirklich, keine Ahnung, da bin ich wirklich sauer geworden. Weil ich denke mal, es liegt auch daran, dass man halt auch so ein bisschen geistig, körperlich am Ende ist, leicht reizbar ist, wenn man dann so verkackt. Aber gut, danach halt auch nochmal Kreuzheben, selbe Spiel, ein paar Singles, dann entsprechend mit demselben Gewicht wie bei den Kniebeugen davor, weil ich habe halt abgeworfen, dann habe ich einfach nur noch das runter auf den Boden getan und dann einfach ein paar Kreuzhebe, ein bisschen Kreuzheben gemacht, ja, ganz leicht und dann ist gut. Danach Bankdrücken wieder, also am Tag danach natürlich, ja, 135 sogar, ja, für 9 Wiederholungen, damit bin ich eigentlich super zufrieden so, das ist echt, das ist anständig und ja, dann kommt halt der heftige Satz, ja, 180 Kilo, da war ich halt wirklich so, ja, ich habe das halt vor 2 Wochen dann, also sozusagen ganz zu Anfang, in meinem ersten Workout, habe ich das halt für 5 Wiederholungen gemacht. Und jetzt halt 2x4 und dann einmal M-Rap. Und ja, da war ich halt wirklich so am Überlegen, wie viel geht das. Und habe gehofft, bitte, bitte nicht gegen die Safety Bars kommen, damit ich wirklich so viel schaffe, wie es geht. Und am Ende habe ich dann halt 11 Wiederholungen geschafft. Und da bin ich halt auch wirklich super happy drauf, weil es ist nochmal eine leichte Verbesserung, wenn man das jetzt umrechnet auf 100 Max zu den 165 mal 14 und deswegen sozusagen auch ein PR insofern. Und ja, bin ich wirklich zufrieden damit. 180 für 11 Wiederholungen. Das geht gut, ja. Und ja, das waren dann erstmal die letzten 2 Wochen Training.
Und ja, ich habe dann auch noch gestern einen Maximalkrafttest gemacht. Den zeige ich euch dann auch noch. Bis dann. Ciao. Thank you.